Damit hallo und herzlich willkommen zum letzten Market Briefing in dieser Woche. Wir haben Freitag eine doch relativ rege Handelswoche. Schauen wir uns aber gleich im Detail an. Heute letzte Chance fürs Gewinnspiel. Abo dalassen, Like und einen Kommentar. Und ihr seid im Lostopf für die Auslosung dann am Wochenende mit dabei. Aber kommen wir zum Marktgeschehen. Die Blicke gehen eher an die Wall Street. DAX ja zwar Allzeithochstände geholt, aber mit einer Wochenperformance 0,3%. Sehr enge Range. Nicht so viel Action. Der braucht einen neuen Impuls. Die US-Indizes hingegen deutet sich ein bisschen eine Konsolidierung an, der Ich-bin-unsiegbar-Modus, das prallt alles an mir ab, könnte etwas Risse bekommen, aber bisher die Konsolidierung noch absolut im bullischen Muster. Man hat ja beste Saisonalität, wir hatten es thematisiert, es gibt keinen besseren Monat, das zur höchsten Liquiditätsflut überhaupt, da hat man sämtliche Risiko beiseite gewischt, ob nun Lieferengpässe, anziehende Inflation, alles egal, und Wachstumsprognosen, die nach unten reduziert werden, das zählt alles nicht, wenn eben der beste Monat ansteht und die Jahresendrente. Aber man ist zumindest in einer Konsolidierung. Die US-Indizes mit einer negativen Wochenperformance, der DAX mit einer positiven, eine ziemliche Divergenz. Und die Frage, ob die US-Indizes da noch was draufpacken oder ob sie den versöhnlichen Wochenabschluss suchen wollen. Ja, und in dieser Euphorie, die wir haben, Fear and Greed Index so gierig wie noch nie in diesem Jahr. Wir haben auch die Shortquote ist so niedrig am US-Markt wie zuletzt im Februar 2009. Also nur noch nach oben, am besten per Hebel, kann ja nichts mehr passieren. Jetzt wird es euphorisch. Wir gehen in die Jahresendrally, der stärkste Monat. Das wollen wir auch so durchziehen. Das ist ein bisschen das Kontra, ne? Man ist sehr euphorisch, sehr gierig. Man sichert sich nicht ab. Das ist ein bisschen das, was nicht so passt in die positive Saisonalität, dass es doch zu gierig ist. Und ja, mal sehen, vielleicht wird die Konsolidierung dann doch noch erweitert. Das letzte Mal, als man eine so niedrige Shortquote hatte, da im Jahr 2009 folgte direkt ein 6% Rücksetzer, aber direkt im Anschluss auch ging es 7% nach oben, wurde die Rallye fortgesetzt. Ja, ich hatte es ja gesagt, beste Monat, beste Saisonalität, hatten wir es im Wochenausblick ja auch besprochen, aber der November, wenn es auch der beste Monat ist, ab Mitte November wird es ein bisschen choppy, also ein bisschen volatil, ein bisschen auch mal seitwärts gerichtet, man Spike nach unten ist ein bisschen schwierig. Also der starke Aufwärtstrend ist dann erstmal etwas dahin. Die Dynamik ist herausgenommen. Sehen wir ja aktuell schon. An den Widerständen ist dies geschehen. Und es passt dann eigentlich auch zur Saisonalität. Diese Grafik geht zurück bis, ja, zumindest diese Statistik von 1950 bis Jahr 2020. Also Mitte November durchaus möglich, dass man ein bisschen durchschnaufen möchte. Und am US-Markt ist das durchaus schon zu erkennen. Datenlage heute. Wir hatten Großhandelspreise, wurden gemeldet aus Deutschland. Und ach, alles, was mit Preisdruck zu tun hat, Inflationsdaten. Wir hatten die Erzeugerpreise zu Beginn der Woche. Ja, pulverisiert haben sie die Erwartung in China. Ich glaube 3% über die hohe Erwartungshaltung. Also das ist schon der Hinweis, boah, China produziert verdammt viel, erzeugt sehr viel für die Welt. Das ist der Hinweis, fraglich, ob wir hier schon einen Peak gesehen haben im vierten Quartal. Vermutlich werden aber uns die Verbraucherpreise jetzt noch weiterhin überraschen bis zum Jahreswechsel. Mal sehen, ob es die Notenbanken so durchhalten können. Da haben die Verbraucherpreise in den USA auch nochmal sechste positive Überraschung auf der Oberseite, also positiven Anführungsstrichen, mit über 6%, 6,2%. Auch kommt es in politischen Washington auch schon an. Priorität 1 bei Joe Biden. Na, mal sehen, ob da was nachkommt. Jetzt die Großhandelspreise heute gemeldet, auch deutlich über den Erwartungen. Oktober 15,2%, vor Monat war noch 13,2%. Das ist der höchste Wert seit 1974, aber Freunde, Freunde der Sonne, natürlich alles transitory seit Anfang des Jahres. Geht es dann halt zurück. Mal sehen, wo wir uns dann einpendeln werden. Jetzt haben wir die ersten EZB-Speaker, hatten wir heute schon, ja, 2023 könnten wir uns wieder an unser Inflationsziel annähern. Okay, das ist jetzt schon ein Jahr weiter. Mal sehen, ob der Druck, das kommt, gesellschaftlicher Druck kommt auch, ne? Ich habe es gestern gesagt, durchaus in den Medien schon das Thema Inflation angekommen, durchaus auch populistisch und auch im politischen Washington. Ne? Joe Biden, ne? Eigentlich Porträter des kleinen Mannes, Mittelstand, und die leiden besonders. Die Löhne gehen nicht hoch, aber die Inflation auf 31 Jahres hoch, ziemlich versteckte Steuererhöhungen sind das, und bekommt da wohl etwas Druck von der politischen Linken und fragt, ob das so standhalten kann oder ob es doch Risse gibt und die Notenbanken früher agieren müssen. Das ist definitiv nicht eingepreist. Man hat eingepreist, okay, die Notenbanken, die halten still, also die großen Notenbanken halten still, EZB und Fed. Es gibt ja schon durchaus Notenbanken,
die jetzt schon agiert haben, auch größere Notenbanken, Bank von Kanada, von England, also Deutschland im G7-Bereich sind wir schon angekommen, die jetzt Zinsen anheben wollen und sagen, die Inflation ist alles andere als transitory, wir müssen jetzt agieren. Nur die Fed und die EZB hält die Füße still. Und ist die Frage, ob sie es wirklich durchhalten können, wenn es die nächsten Monate, die nächsten ein, zwei Monate, gibt es sicherlich nochmal eine Überraschung auf der Oberseite, ob man das dann durchhalten kann oder ob man dann letztendlich gezwungen ist, ob von politisch oder von der Gesellschaft doch zu agieren momentan. Tapering bis Mitte nächsten Jahres und alles wird gut. Anpassungen sind nicht eingepreist im Markt. Ja, heute noch außerdem Konsumklima, Verbrauchervertrauen, USA, das wird wichtig sein. Ne? Wirtschaftswachstum beruht zu großen Teilen auf Konsum in den USA. Kommt dort die hohe Inflation schon an? Ne? Höchste seit 31 Jahren, Löhne kommen nicht wirklich mit. Wirkt sich das im Konsum aus? Könnte bereits interessant werden. Gestern hatten wir der Veteranentag in den USA, da hat der Anleihenmarkt geschlossen gehabt, gab es kein Störfeuer, hatten wir kurz thematisiert. Vor zwei Tagen hatte der Anleihenmarkt doch ein bisschen turbulent reagiert. Ja, nach den Inflationsdaten hat die Aktienmärkte unter Druck gesetzt. Mal sehen, wo sich heute einpendeln kann, ob man einen versöhnlichen Abschluss sucht Richtung risikofreien Freitag oder ob der Druck weiter erhalten bleibt und man sagt, okay, die Notenbank, die ist hinter der Kurve, die haben es nun. Ja, die haben sich verschätzt. Ob man das jetzt sich fest manifestiert, sich festsetzt, dann kann es gut sein, dass wir heute sogar noch mal etwas Druck sehen werden. Als Verbrauchervertrauen 16 Uhr USA durchaus wichtig. Ohne Überraschung kann es ein träger Abschluss einer trägen Handelswoche werden. Letzte Chance fürs Gewinnspiel. Abo, liken, Kommentar und ihr seid dabei. Jetzt gehen wir hinein in die Indizes. Jetzt habe ich das alles richtig hier. Jawohl. Der DAX. Knapp 0,3% Wochenperformance, aber positiv. US-Indizes Unterschied minus 1% bis minus 2%. Nasdaq im Minus. Der DAX outperformt auch mit 6 grünen Tageskerzen. Sind alles keine Megakerzen, alles ganz kleine Kerzen, fast immer auf Einstand am Ende den Tagesschluss gefunden. Aber 6 grünen oberhalb der Ausbruchzone von 16.030. Ja, die Bären können sagen, ja, trotzdem löst er sich nicht wirklich von dieser Zone, wird nicht wirklich aufgekauft, das neue Allzeithoch. Aber die Bullen sagen, hier, was willst du machen, wenn der US-Markt nicht mitmacht, dann macht er das auch nicht. Ja, hier kann man einfach nicht viel lesen, dieser engen Seite-Range. Man sollte schlicht und ergreifend abwarten, wann ein neues, es kommt ein neues Signal, ein größeres Signal. In der starken Saisonalität empfiehlt es sich sicherlich, diesen Dip abzuwarten, der kommen wird. Eine Konsolidierung, wir haben hier unten, wie ist die 985, die Unterkante dieses Broadening Tops, dann hier unten aktuell auch bei 920 Unterkante Trendkanal, beziehungsweise der Aufwärtstrend von Oktober. Das wären schon gute Anlaufmarken, da könnte man was probieren. Brechen wir durch, wäre Dynamik drin Richtung 15.800. Erste gute Supportzone. Darunter hätten wir noch eine Gap-Zone hier bis 96. Das wäre auch noch voll im Rahmen. Von den Gap hier unten möchten wir ja gar nicht reden. Aber das wäre schon ein guter, ein dankbarer Weg zurück. Den könnte man dann wirklich aufkaufen, nochmal Richtung Jahresende, Rallye Richtung Dezember, wo die positive Saisonalität, das Volumen geht zurück. Ne? Aber man wackelt langsam so Treppen, wie eine kleine Treppe nach oben. Das wäre auch mal ein dankbarer Rücksetzer, den man sehen könnte. Mal sehen, ob es denn zugelassen wird. Wir gehen mal kurz in den Stundenchart hinein, ist dieser Trend auch zu sehen. Hier ist der Wochenverlauf mitten im Broadening Top, hatte ich euch gestern gesagt schon. Broadening Top klingt ja total bärisch, aber ist eigentlich eine neutrale Formation. Aber man kann zumindest die Begrenzungslinien beachten. Heute hat man sie wieder beachten können, sind wir oben angekommen und dann doch wieder zurückgefallen. Jetzt hangeln wir uns ein bisschen entlang und warten auf die Wall Street, Blicke auf die Wall Street, wie agieren die weiter? Suchen sie vielleicht doch einen versöhnlichen Wochenabschluss oder wird die Konsolidierung eine Fortsetzung finden? Ja, der DAX letztendlich nicht spannend. Ich habe es auch schon im Trainingschat geschrieben. Er hätte eigentlich nichts anderes verdient als einen neutralen Wochenabschluss, dass er nicht mehr viel passiert. Wocheneinstand wäre bei 16.040 an der Ausbruchzone. Das wäre schon ziemlich schwach. Da hätten wir als Wochenkerze auch so ein Doji stehen. Das wäre dann nicht gut. Ne? Dann haben die Bären durchaus in der nächsten Woche eine Chance. Aber letztendlich, diese Woche hat nicht viel mehr verdient als Abschluss in dieser engen Range. Vielleicht heute auch nochmal ein Doji. Ich glaube auch, dass hier keine großen Sprünge möglich sind. Oberhalb der 130, 135, nehmen wir mit durchbrechen. Okay, geht die Tür Richtung 170 auf, darüber 250. Aber das wird heute vermutlich alles etwas schwierig werden. Unterhalb bleibt eben die Spanne.
hier die 16.030, 16.040, ne, die Ausbruchszone der Vorwoche, altes Allzeithoch. Das wird schon erster guter Support sein. Darunter hätte man die 980, 985 eben gesehen, die 920, der Aufwärtstrend. Passt man dort durch, was wir alles noch direkte Chancen für die Bullen anzugreifen. Wir haben auch keine große Bewegung, haben aktuell nur ganz geringe Bewegung. Wenn wir hier 0,1% steigen, okay, heute sind es 0,15%, das ist verdammt wenig. Ne? Wenn wir hier runterfallen, das ist noch kein Weltuntergang. Also, wie ist denn das überhaupt? Wenn wir mal die Protein-Top durchlaufen, wir haben bei 0,75%. Das ist nicht viel, ne? Das ist gar nicht viel. Wir haben aktuell einfach nur so eine unglaublich enge Range. Hier die 980, die 920 als erste gute Unterstützungszone, das wären gerade mal 1%. Ne? Dort durchbrechen und wir haben die nächsten größeren Unterstützungen im Fokus, die 15.800. Da wird es langsam interessant für Buy the Dip. Und hier unten eben das große Gap, ne? 15.690 Unterkante. Also, wenn der DAX lieb ist, dann erlaubt er uns diesen Weg nochmal. Das wäre nämlich wunderschön. Da würde ich auf alle Fälle mit dem großen Auge hinschielen. Wenn wir dorthin laufen, auffangen und dort könnte man sich dann per Bodenbildung Richtung Dezember, ne, wo allgemein das Volumen auch zurückgeht, aber auch die Jahresendrallye positive Grundstimmung herrscht, dass man dann in kleinen Schritten ganz die, das ist das, was wir aktuell sehen, ist eigentlich Dezember. Ne? Das ist hier zweite Dezemberhälfte, ganz langweilig, aber mal 0,1% mehr, 0,1% mehr. Und dieser Rücksetzer könnte dann der letzte sein, den wir haben, bevor wir dann in diese träge Aufwärtsphase übergehen. Also würde mich zumindest freuen. Es ist ja immer die Frage, was mache ich in dieser Range? Muss man da noch oben jetzt einkaufen, jetzt, weil es geht jetzt weiter. Kann man machen, wenn man sowieso Positionstrader ist und das lange halten möchte von mir aus. Ne? Aber wenn ich jetzt ein Swing-Trader bin, da ist fehlen mir die Signale. Ne? Also hier oben ist es mir schon so weit ausgedehnt. Hier unten, da könnte ich agieren, da oder 15,8, 15,69. Das wären für mich dann als Zonen, die sind richtig interessant. Ne? Bis dahin, ja, da soll der DAX seine enge Range heute auch noch durchleben, vielleicht den Schluss auf Einstand suchen. Spannend ist das nicht. Wir haben jetzt Pro-Dining Top aktiv, neutral. Also mal sehen, ob er jetzt nachhaltig die 16.030, 16.040 halten können. Unterhalb beginnt auch hier die Konsolidierung. Wir gehen hinein in den US-Markt. Thema Konsolidierung. Hier im Jahresverlauf, S&P 500 möchte ich jetzt nicht jedes Mal durchgehen, hatten wir schon mehrfach thematisiert mit seinem Muster Long Trigger an der 50-Tage-Linie hoch zur Verbindungslinie. Haben wir im ganzen Jahresverlauf gesehen, außer zur schwachen Saisonalität im September, kurz durchgebrochen, ISKS Umkehrformation direkt wieder hoch, vergangene Woche oben angekommen an der oberen Verbindungslinie. Da habe ich euch gesagt, sehr wahrscheinlich ist es die Dynamik heraus, die Aufwärtsdynamik. Hangelmodus und nach dem Hangelmodus im Muster von 2021 beginnt die Konsolidierung. Wir hatten drei Tageskerzen oberhalb, ein bisschen entlang gehangelt und vorgestern begann dann die Konsolidierung. Da hängen wir jetzt so ein bisschen mittendrin und meiner Meinung nach sind wir dort noch nicht fertig. Das kann sich hinziehen, es kann auch heute ein Insight-Day geben, es kann einen grünen Abschluss geben, aber in der nächsten Woche deutet sich dann doch weitere Abgaben an. Es kann hier ganz träge nach unten wandern, wie hier, von mir aus im Flaggenmodus, wäre alles denkbar, aber fertig schaut aus meiner Meinung nach nicht aus. Das mittlere Bollinger-Band wäre das Mindestziel 4.600, aber hier unten hochlaufend, hatte ich aus dem Wochenausblick schon gesagt, die 50-Tage-Linie vielleicht mit dem alten Allzeithoch als Kombi-Marke in der nächsten Woche um 4.545 wäre eigentlich Standardziel der Konsolidierung. Auch der Standard-Long-Trigger in diesem Jahr wäre dann ähnlich wie beim DAX der dankbare Rücksetzer, den man dann nochmal aufgreifen könnte, um dann Richtung Jahresendrallye zu laufen und wieder nach oben zu wandern in diesem Bereich. Also hier langsam nach oben angekommen, kurzer Hangelmodus und dann hier eventuell runterlaufen. Und dann könnte man wieder ganz im Muster des Jahres, das hier begonnen hat, könnte man wieder hochlaufen und auch Richtung 4.800 zum Jahresabschluss. Ganz ohne Risiko gibt es ja nicht auf dieser Welt. Die Notenbanken bleiben locker, alles ist gut. Möge es so bleiben, dann wäre das wäre auch wirklich der sehr positive Jahresabschluss möglich. Der S&P 500, der sowieso sehr bullisch unterwegs, fast könnte vielleicht sogar das historisch stärkste Jahr werden, also nach Allzeithochständen in seiner Historie. Mal sehen, das wäre sicherlich ein dankbarer Rücksetzer im Muster 2021.
Zumindest hat es nach Ankunft am Widerstand haben wir den kurzen Hangelmodus gesehen, wir haben den Beginn der Konsolidierung gesehen und das Ziel der Konsolidierung im Muster wäre eigentlich hier unten zu finden und da wären wir noch nicht ganz auf halber Strecke. Aber das hat Zeit, kann durchaus die ganze nächste Woche in Anspruch nehmen. Kurz herangezoomt nochmal, oben angekommen, 3 Tage entlang gehangelt, dann etwas schwächer. Gestern Feiertag, passiert nicht viel, war auch dünnes Volumen, Inside D. Und aber auch Schluss auf Tagestief, ne, kommt meistens noch was nach, muss aber nicht um Freitag sein, der risikofreie Freitag. Selbst wenn man hier so eine seitwärts, hier noch eine grüne Katze daneben setzen, kann das auch eine große Flagge werden, wie hier. Ne. Da setzt man auch mal eine grüne Kerze daneben und vielleicht noch ein Inside-D daneben, aber übergeordnet läuft die Konsolidierung an und meiner Meinung nach läuft diese Konsolidierung jetzt. Die hat durchaus Ziele offen. Die 4641 erste Support, Ober wäre die Spanne zu 4660 aktiv. Die haben wir im Future voll durchlaufen. Darüber geht der Cluster 4670 zu 4685 auf. Das wäre dann die grüne Tageskerze, die man daneben setzt. Die muss noch nicht viel bedeuten, aber das wäre dann der versöhnliche Wochenabschluss. Man steht ja doch mit einer negativen Wochenperformance da, alle drei US-Indizes. Da könnte man zumindest den versöhnlichen Abschluss suchen. Unterhalb der 4641, dann kann es sein, dass wir das mittlere Bollinger Band vielleicht sogar direkt erreichen wollen, über die 4620 in dem Bereich hier 4600. Die Verbindungslinie verläuft hier, das mittlere Bollinger Band kommt reingelaufen. Dann wäre der Test des mittleren Bollinger Bands sogar heute möglich, vielleicht wenn 16 Uhr Konsumentenerwartung, Verbrauchervertrauen andeuten, die Inflation macht Sorgen, kann vielleicht der Anleihemarkt wieder ein bisschen am Rad drehen und somit dann auch die Aktienmärkte auch unter Druck setzen. Das wäre ein bisschen das bärische Szenario. Aktuell sind wir aber hier in der bullischen Range drin und mit den ersten Cluster haben wir schon durchlaufen. Unterhalb der 4600 geht die Tür hier zur Ausbruchzone auf 4545. Dow Jones als ähnliches Bild, ne? Vergangene Woche hochgekommen, hat auch schon hier mehrere Dochte stehen gelassen. Ne? Die Tageskerzen waren etwas eingetrübt, hat man thematisiert. Der steile Keil, der bärisch angehaucht ist, ne? Der war auch überreif. Und ja, so führte dann fehlende Aufwärtsdynamik führte dann dazu, dass wir in die Konsolidierung übergegangen sind. Vor 2 Tagen sind wir unter die Mai-Verbindungslinie gefallen. Gestern ja unterhalb gestartet, auch den Weg nicht zurückgefunden und auch hier mit der Tageskerze gut zu erkennen. Schluss auf Tagestief, auch hier der Hinweis. Ja, hier kommt was nach. Ja, das ist kein Boden, das ist noch nicht die fertige Konsolidierung. Im Idealfall läuft man hier hin, ne? 35.600 knapp, alte Allzeithoch, Ausbruchszone, dass man sich hier vielleicht auffängt, aber durchaus möglich, dass man diesen kompletten Bereich hier ausschmücken werden. Nochmal einen Rücksetzer sehen, um dann auch hier wieder abzudrehen und gegebenenfalls dann auch innerhalb dieser Formation dann weiter nach oben zu wandern. Aber das schaut hier noch nicht fertig aus. Man war überhitzt, ne? Man hatte Eintrübung gesehen und jetzt beginnt die Konsolidierung. Schluss auf Tagestief, da kommt was nach. Hier auch noch mehr reingezoomt, gestrige Tageskerze. Ja, man kann ja sicherlich eine Kerze daneben setzen. Man steht ja auch nun hier auf diesem Niveau aktuell der Future inmitten der Vortageskerzen. Es kann eine grüne Freitagskerze sein. Alles in Ordnung. Aber wir hatten jetzt auch zu häufig die letzten Tage gesehen, der Future war grün. Alles gut, es ist alles wieder gut. Aber wir sind nicht in den bullischen Cluster hineingekommen. Ne? Im Trading-Chat haben wir darüber diskutiert. Sind unterhalb geblieben. Das deutet dann ein bisschen an, okay, fester Start, aber nur bis zum ersten Widerstand. Das deutet dann sich an, dass man Gewinnmitnahmen sieht. Und ganz ähnlich war es wieder auch hier nicht rübergekommen über die Mai-Verbindungslinie. Ne? Versucht man hochzulaufen, die ersten Stunde nicht geschafft. Und dann gibt es eben im Tagesverlauf weitere Gewinnmitnahmen und schließt dann auf Tagestief. Ne? Das Muster kann sich durchaus noch ein bisschen fortsetzen. Heute erster Support 35.920. Ober wäre hier diese kurz kleine Verbindungslinie bei 36.000 und ja, knapp 60 wäre das der erste Widerstand. Momentan stehen wir inmitten, wir hatten also direkt die Tageskerze hier rein, dazwischen setzen, Inside D. Die Bullen brauchen mehr. Wir müssen nicht nur die 60 hinnehmen, sondern auch gleich darüber die am besten die Mai-Verbindungslinie bei 140. Alles unterhalb. Kann man hoch reinkommen? Boah, euphorisch, alles wieder gut. Aber bleiben wir unterhalb, Gewinnmitnahmen drohen. Dann passiert das gleiche Muster wie in den letzten Tagen. Hoch reinkommen, schwach schließen. Ne? Dass man alles wieder hergibt. Man muss rüber. Ne? 36.060, 36.140 muss man nehmen. Dann wäre Abwärtsdruck heraus. Dann wird man uns hier oben wieder aufhalten. 36.200, 36.300 erste Zone. Aber alles unterhalb und Vorsicht, es kann alles
wieder abgegeben werden im Tagesverlauf und vielleicht sogar Schluss auf Tagestief. Unterhalb der 35.920 mittleres Bollinger Band kommt auch reingelaufen. Dann wäre hingegen Druck hier Richtung Kombi-Support möglich über die 97 zur 690. Wäre das hingegen dann der bärische Cluster, den wir hätten. Und könnte in der nächsten Woche könnte man sich dann durchaus Richtung 50 und 100 Tage in diesem Bereich dann noch etwas austoben. Also, die Bullen müssen ihren Widerstand nehmen, ansonsten bringt dieser hohe Stopp nicht viel. Der kann ebenso wieder komplett hergegeben werden. Wir gehen in den Nasdaq, noch in den Nasdaq 100 hier im Wochenchart. Ich hatte es euch gezeigt, im Wochenausblick schon. Hier hat er 2018 mehrjährige Verbindungslinie getestet in der Vorwoche. Auch hier hat sich angedeutet, Dynamik wahrscheinlich heraus, muss nicht gleich der Weltuntergang sein, aber Dynamik heraus, mal gucken, was sich daraus entwickelt, was für eine Form der Konsolidierung, scharfe Konsolidierung, Flaggenkonsolidierung, ein Keil, also relativ bullisch, der dann halt wieder aufgelöst werden kann in ein, zwei Wochen. Momentan ist mit wenig Dynamik, deuten sich wirklich diese bullischen Konsolidierungen an, aber eben erstmal Konsolidierungen und hier haben wir bloß im Nasdaq mit der aktuellen Wochenkerze innerhalb der Vorwochenkerze, vermutlich wird sich das auch nicht mehr ändern. Also der Widerstand hat hier erstmal gewirkt. Zu mal hinein auf den Tag. Sind wir runtergefallen. Ne? Ein paar rote, sind jetzt 5 rote Tageskerzen am Stück. Ohne dass es jetzt der Weltuntergang ist, 2% minus auf Wochensicht. Aber man hatte davor ja auch 14,5% innerhalb von 30 Tagen geholt. Ne? Das sind 2% Konsolidierung. Das ist kein Weltuntergang. Das ist einfach ein überhitzter Bereich, der abgebaut wird. Und vermutlich ist man auch hier noch nicht am Ziel. Das kann sich hinsehen, eine Konsolidierung ist nicht innerhalb ein, zwei Tagen abgearbeitet. Die kann sich hinsehen, muss ja auch eine Formation sein, womit die man wieder auflösen können. Ein bisschen suchen wir den nach, könnte eine Flagge werden. Mir fehlen ja einfach noch die Verbindungslinien, aber es deutet sich momentan zumindest an. Die 16.090 wäre ein erster Widerstand, den wir hätten. Momentan stehen wir auch unterhalb, die Bullen müssen oberhalb reinkommen. Dann könnte man über die 200 und darüber hier die Kombi-Widerstandszone bei der 345 könnte man diese anvisieren. Dann müsste das Verbrauchervertrauen aber schon irgendwie arg positiv überraschen, wenn das möglich sein soll. Unterhalb hingegen bleiben unter Druck und ähnlich wie bei den wie beim S&P 500 und Dow Jones. Hoher Start kann dann sein, dass man den komplett wieder hergeben muss. Ne? Dass es einfach nicht reicht, man nicht in den bullischen Cluster hineinkommt, hinläuft, nicht durch den Widerstand kommt und dann, ja, dann gibt man alles wieder ab. Das würde dann wieder drohen. 36.090, da wäre die Spanne hier so 69, 49 aktiv, also 15.049, 69. Darunter mittleres Bollinger Band 8,35 und hier die Unterkante des Trends bei 77. Wäre das hingegen eine gute Anlaufzone für heute, die man dann vielleicht auch ganz spät dann erreichen könnte. In der nächsten Woche vermutlich kommt dann auch noch etwas nach. Also mal sehen, hängt es ein bisschen an die US-Indizes. Der DAX allgemein noch sein Outperformer, aber Bullen und Bären können da ihre Chance nutzen. Also es ist ganz schwer zu sagen. Die Bären sagen, ja, schöne Seitwärts-Range, warum kaufst du dein Ausbruchniveau nicht auf? Es gibt doch keinen schöneren Ausbruch als übers Allzeithoch. Aber hingegen, blickst du den US-Markt, der US-Markt hat nicht wirklich gestützt. Aber auf der anderen Seite, in einer Woche ist der Verfallstermin, ich weiß, da wiederhole ich mich auch. Die Stullhalter haben auch keine Lust, jetzt hier irgendwas noch auf der Oberseite sehen zu wollen. Das wollen sie nicht. Die wollen eher am besten unterhalb der 16.000 abrechnen. Eine Woche haben sie dazu noch Zeit. Ne? Vor einem Monat, Erinnerung, 14.800 unter Druck, die waren komplett in Schieflage. Haben wir diskutiert, müssen die vielleicht schon absichern oder spielen die noch die ruhige Karte? Und die haben die ruhige Karte gespielt und haben dann in den letzten Tagen den perfekten Abrechnungskurs erreicht mit einer Rallye nach oben. Und etwas minimaler Druck, ich habe es ja gezeigt, ne? Allein jetzt hier die Unterkante des Broadening Top beim DAX 0,7% entfernt. Das ist ein total enger Spann haben wir aktuell und mal ein bisschen Dynamik. Da reicht ein Tag aus und die Stürler sind an ihrem Lieblingsabrechnungskurs angekommen. Also da ist sicherlich Geduld gefragt. Die sind nicht so nervös wie die privaten Anleger ganz schnell. Die sind da relativ cool und abgezockt. Und diese engen Spannen, die sollte man dann gegebenenfalls einfach mal abwarten. Also 16 Uhr heute nochmal Verbrauchervertrauen im Fokus. Könnte interessant werden, sofern die Inflation bei den Verbrauchern mittlerweile auch angekommen ist. Dann ist sie dort angekommen, in der Politik ist sie angekommen, da ist sie auch in der Gesellschaft angekommen. Dann vielleicht irgendwann auch im Kopf der Notenbanker. Ne? Nur dort ist sie bisher nicht, da ist sie transitory, aber auch nur noch dort. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen
guten Start in die letzte Opening Bell und dann noch einen besseren Start ins Wochenende. Ich muss mal schauen, ob ich den Wochenausblick dementsprechend schaffe. Ich bin fast gar nicht da. Vermutlich am Sonntag in einer abgespeckten Version wollen ja auch die Auslosung fürs Gewinnspiel machen. Und falls ich es nicht schaffe, dann am Montag hole ich das nach. Und ja, aber ein bisschen Wochenende soll ja auch mal sein. Macht's gut und ciao.